Hallo, 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 liebe Ameisenfreunde. Hier ist wieder der Ameisenbär Jan. Naja, der Ameisenkönig Jan, sagen wir so. Heute, da ich nicht so recht wusste, was ich machen sollte, stelle ich euch heute mal meine Queens vor, die ich im Moment habe, die ich hoffentlich zur Gründung bekomme. Die sind in so einem kleinen Becken. Und dieses Becken ist so toll, deswegen kommt jetzt das Wow! Wie ihr seht, halte ich in diesem Becken die Luftfeuchtigkeit hoch, indem ich etwas Tongranulat unten reingetan habe. Das wird dann immer, das heißt immer, alle paar Wochen mal, wenn ich reingucke, also eher sagen wir, einmal im Monat befeuchtet. Und hier kommen wir auch schon zur ersten Königin. Der erste wird ihr schon gesehen haben. Es geht zuallererst um die Camponotus auriventris, eine asiatische Camponotus-Art. In Asien wird sie, glaube ich, soweit ich weiß, die schwarze Zuckerameise genannt, the Black Sugar Ant. Die Königin ist ca. 12 mm, also ein schöner Brummer. Die Worker werden 6 bis 8 mm bzw. die Major 8 bis 10 mm groß. Sie graben ihre Nester in der Erde. Sie sind nicht schwer zu halten. Das ist eine sehr gute Sache an dieser Art. Ich freue mich und hoffe, dass sie bald gründet. Was diese Art ebenfalls hervorhebt, ist, dass sie eine tagaktive Ameise ist. Hier nochmal ein Bild, als ich sie bekommen habe. Und nun gehen wir auch schon zur nächsten Art über. Als nächstes geht es dann um die Camponotus pseudoirritans. Ebenfalls eine asiatische Camponotus-Art, welche aus China kommt. Eine leicht größere Art. Die Königin ist ca. 14 mm. Farbtechnisch ist sie so braun, schwarz, gelb. Also hat ein bisschen mehr drin. Die Worker sind so 7 bis 14 mm. Gibt auch wieder Majore, sonst würde es ja nicht bis 14 mm gehen. Auch ein ganz schöner Brummer, wie man sieht. Und wie man erkennen kann, hoffe ich, zumindest sieht das für mich so aus, da ist schon die erste Brut vorhanden. Die Kolonien sind ja ca. 2,5 Wochen bei mir, bis die Königin. Und ja, die scheint schon etwas Kleines gelegt zu haben. Ein Häufchen wird es nicht sein. Nee, das scheint schon, ja, der erste kleine Worker zu sein, der da kommt. Leider habe ich bei ihr kein Bild mehr bekommen, als ich sie bekommen habe. Aber ich denke, ihr habt da ganz schöne Bilder gerade schon gehabt. Und als nächstes kommen wir zu Mirano Plus Bicolor. Diese Kolonie, Königin jetzt noch, später Kolonie, möchte ich später ganz gerne in mein Gemeinschaftsbecken einsetzen. Dafür muss sie natürlich noch wachsen. Sie ist bekannt unter dem Namen Schildameise, weil sie einen sehr dicken Schild hinten und auf ihrem Rücken hat. Damit kann sie sich gegen sehr viele Tiere wehren. Wie man sehen kann, leider keine Brut vorhanden, nur bei der einen Art. Die Königin ist, wie man schon gesehen hat, etwas kleiner, so 8 bis 9 mm. Die Arbeiter werden so 3 bis 5 mm groß. Der große Vorteil ist, dass sie, wie gesagt, die Schildameise heißt. Nicht umsonst, denn sie kann sich gegen sehr, sehr, sehr viele Tiere durchsetzen. Einfach dadurch, dass sie es aushält, was sehr positiv ist. Ja, ich hoffe, die anderen gründen auch. Ihr werdet sicher News davon erhalten. Deckel kommt wieder drauf. Und jetzt noch kommt euch ein kleines Sneak Peek für die nächste Folge. Was haben wir da? Man sieht Pflanzen. Jan macht das ganze Ding erstmal auf. Jan bin ich, by the way. Von Baldur's Garten habe ich die bestellt. Die war super günstig, irgendwie 20 Euro mit Versand. Zwei Zimmerpalmen. Wie heißen die genau? Chamé Doré, blablabla. Ich schreibe es euch da rein, dann könnt ihr euch das angucken, wenn es euch auch interessiert. Also ich glaube, 18 Euro war mit Versand. Kann man, denke ich mal, empfehlen. Das ist ein guter Preis. Die Pflanzen kommen in ein Setup, beziehungsweise in eine Erweiterung. Na, wenn ihr jetzt schon Ideen habt, für was diese Pflanzen sein könnten, schreibt es doch unten rein, denn ich werde es hier noch nicht verraten. Ihr werdet das nächste Woche sehen. Ich habe da eine ganz interessante Idee, wie ich da was bastel, damit man teilweise bestimmte Dinge besser sehen kann. Ich will nicht zu viel verraten, deswegen spreche ich in so ein paar Rätseln. Aber ich denke, es wird euch auch als Zuschauern sozusagen gefallen. Mir wird es auf jeden Fall gefallen, denn ich werde es ganz genau im Blick haben. Ja, jetzt komm Jan, pack die Dinger mal schneller aus. Jeden Moment ist vorbei, die Dinger sind draußen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, wir hören uns am Freitag. Bis denne!